Der Wolf und der Fuchs. Vor langer Zeit nahm der Wolf den Fuchs in seine Dienste. Der Fuchs konnte seinen Herrn kaum ertragen. Da dieser aber viel stärker war, hatte er keine andere Wahl, als zu dulden. Oft schickte der Wolf ihn, um Nahrung zu holen. Der Fuchs stahl dann ein Schaf aus der Herde, das zum Abkühlen auf die Fensterbank gelegte Omelette der Menschen oder ein Huhn von Hof. Aber jedes Mal gab er Acht, nicht gesehen zu werden. Eines Tages sagte der Wolf wieder zum Fuchs: »Wenn du mir kein Essen bringst, werde ich dich auffressen. In der Nähe gibt es einen Keller mit allerlei Leckerbissen«, empfahl der Fuchs. »In Ordnung, lass uns hingehen«, erwiderte der Wolf. Sie schlichen sich durch eine Spalte in den Keller. Der war tatsächlich voll von Köstlichkeiten: Schinken, Würstchen, Käse. Der gierige Wolf griff sofort zu, doch der vorsichtige Fuchs ging immer wieder raus und rein. Der Wolf verspottete den Fuchs, der nichts fraß. Plötzlich erschien der Hausherr in der Tür des Kellers, nachdem er seltsame Geräusche von innen gehört hatte. Der Fuchs, der nahe zur Spalte stand, nahm sofort Reis aus, während der Wolf mit vollem Bauch im Keller blieb und vom Hausherrn windelweich geprügelt wurde.